Ich wünsche einen schönen Nachmittag, Frau Goldgardine. Herzlich willkommen im Zoo. Ich bin hier der Zoowärter. Vielen Dank. Mein bezauberndes Mädchen Schneeglöckchen ist ganz verrückt nach Tieren. Tiere, ich will Tiere. Wie wäre es, wenn ich Ihnen welche zeige? Folgen Sie mir. Dies ist eine gutmütige Giraffe. Ein sehr freundliches Tier. Oh, das ist ja ganz entzückend. Giraffe! Wenn Sie mir hierhin folgen, dann sehen Sie unser... Känguru! Känguru! Nun, es ist einem Känguru sehr ähnlich, junge Dame, nur kleiner. Es nennt sich Philander. Sehr genügsames Tier. Es meckert nicht mal, wenn es auf die Nase fällt. Bein, bein, bein! Und nun folgt ein Tier, welches absolut gar nicht freundlich ist. Es ist ein großer, stinkender Pavian. Ich hatte eigentlich erwartet, dass wir etwas mehr Aktionen von den Tieren sehen werden. Was für ein böses Tier. Bleib hier, Schneeglöckchen. Steh doch mal auf, Riesenaffe. Unsere Besucher wollen dich nicht nur beim Rumliegen beobachten. Was? Ah! Affe schlafen, Affe schlafen. Es reicht. Tanz für die Damen, du fauler Affe. Weia. Affe kratzt am Popo. Ach, vergessen Sie den. Wir sehen uns lieber die Rieseneisvögel an. Komm mit, Schneeglöckchen. Großer blauer Affe. Die Rieseneisvögel finden alles ziemlich lustig. Seht ihr diese kleinen Spätze an, Schneeglöckchen? Schneeglöckchen? Schneeglöckchen will dich drücken. Schneeglöckchen! Der gemeine Affe hat sich Schneeglöckchen geschnappt. Schneeglöckchen im Arm, Affe! Oh, jetzt reicht es. Keine Angst, meine Dame. Ich kümmere mich sofort um diese Angelegenheit. Sie sind damit aber ganz vorsichtig, nicht wahr? Er darf sich so nicht verhalten. Er verstößt gegen das Affengesetz. Passen Sie auf mein Schneeglöckchen-Spätzlein auf! Möchten Sie jetzt vielleicht einen Blick auf unsere Reptilien werfen? Schau Bluey im Disney Channel.